Schon wieder eine MP5? Was hat denn die drauf? Boah, geiler Sound. Herzlich willkommen zu einem weiteren Review auf unserem Kanal. Ich bin euer Heubi und heute im Review die G&G MP5 A5 zu bekommen ist das Ganze bei Begadi. Wir wünschen euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Intro. Kommen wir nun auch gleich zum Lieferumfang der Waffe. Wie ihr bereits schon gemerkt habt, gibt es hier heute mal keinen Karton. Das Ganze liegt daran, dass diese Waffe aus Privatbesitz ist. Wir wollen hier einfach eine Art Vergleich ziehen zur MP5 von ICS, die wir ja schon vor ein paar Wochen im Review hatten. Und ja, wir wollen einfach einen Vergleich dazu darstellen. Und wie kommt die Waffe denn zu euch? Die Waffe kommt in einem schön designten blauen Pappkarton von G&G mit zahlreichen Bildchen und Warnhinweisen drauf über die Waffe selber. Dann im Lieferumfang haben wir eine Bedienungsanleitung, ein Reinigungsstäbchen, ein kleines Päckchen Kugeln, die Waffe an für sich und in dem Fall ein 50 Schuss Meatcap Magazin. Ja, genau, ein Meatcap, kein Highcap. Finde ich sehr cool gemacht, ist auch aus Stahlblech. Der Hersteller der Waffe ist G&G. Das Ganze ist ein AEG-System. Das bedeutet, wir haben auch den Vollautomodus aktiv im Kaliber 6mm. Das Hop-Up ist einstellbar, dazu später noch mehr. Die Materialien ist Kunststoff und Metall, dazu ebenfalls später noch mehr. Die Magazinkapazität, wie schon angesprochen, hält 50 Schuss. Und die Energie der Waffe wird von Begadi auf der Internetseite von 0,4 bis 0,5 Joule angegeben. Das haben wir natürlich wieder für euch nachgekront. Die Gesamtlänge der Waffe beträgt 715 mm, das Gewicht bei 2100 Gramm. Die Gearbox ist hier eine V2 Gearbox mit pneumatischem Blowback, das ist das, was den Krach macht. Der Preis bei Begadi für das gute Stück liegt bei 214,90 €. Kommen wir auch gleich zu den äußerlichen Eigenschaften der Waffe. Die Waffe besitzt einen Polymer Body, wo ich finde, ist sehr schön verarbeitet. Wir haben keinerlei Gussnähte oder sonstiges. Es fühlt sich auch im Vergleich zur ICS stabiler an. Der Outer Barrel, das Front und Rear Side, genauso wie Feuerwehrhebel, zahlreiche Pins oder die Befestigung des Links sind hier aus Metall gefertigt. Auch der Durchladehebel ist ebenfalls aus Metall gefertigt. Wir haben hier auch wie bei der ICS die Vorteile, dass wir sie sehr einfach zerlegen können, durchziehen zweier Pins. Das wäre einmal hier und hier. Und schon hat man die Waffe offen und man kommt bequem an die Gearbox ran. Hier vorne befindet sich ein 14 mm Negativgewinde. Wenn ihr sie bekommt, ist hier vorne eine Schutzkappe auf. Wir benutzen sie normalerweise mit dem Schalldämpfer, deswegen ist die bei uns jetzt nicht mehr drauf. So, kommen wir jetzt noch zum Magazin. Das Magazin, wie gesagt, MP5 typisch, wird unten leicht schräg in die Waffe eingeführt, bis es hörbar einrastet. Das Hop-Up ist auch einstellbar, wie ich finde, hier einfacher gelöst als bei der ICS. Durch Zurückziehen des Bolts kann man es oben arretieren lassen und man kann hier durch diesen Schieberegler das Hop-Up bequem einstellen. Kommen wir auch gleich zum Akkufach. Das Akkufach ist wie bei der ICS der komplett hintere Stock. Also man kriegt riesengroße Akkus rein. Gerade bei der 05er sollte es kein Problem sein, da auf jeden Fall einen Akku zu finden, der den ganzen Tag durchhält. Kommen wir auch gleich zu den Markings. Die Markings sind hier bei der G&G spärlich besetzt. Also wir haben hier eine fortlaufende Seriennummer, drei Piktogramme, einmal das G&G Armament Aufschrift, hier oben auf dem
Upper Receiver steht nochmal PM5 SMG und auf der schützenlinken Seite haben wir hier nochmal die Piktogramme und das Made in Taiwan. Das war's schon. Mehr ist nicht drauf auf der MP5. Kommen wir nun zu den inneren Werten. G&G typisch verbaut G&G hier eine sehr stabile und hochwertige Gearbox. Stahlgearbox versteht sich mit Stahlgears, 8 mm Stahllager. Wir haben ein pneumatisches Blowback mit an Bord, das ein bisschen Realismus-Feeling reinbringt, wie schon am Anfang des Reviews gehört. Wie wir finden, sehr schön ist. Auch der Bolt Fake Hülsenauswurf-Dings bewegt sich mit. Ich hoffe, man sieht es gut. Wir haben auch Silikonkabel in der ganzen. Hinten ist noch eine Sicherung mit drin. Ja, also einfach grundsolide die Waffe. Das Hop-Up ist noch anzusprechen. Ist hier von G&G typisch schon mit einem schönen Hop-Up-Gummi ausgestattet. Man erreicht so eine sehr, sehr weite und sehr präzise Trefferbild. Natürlich haben wir diese Waffe auch für euch Test gespielt. Und diesmal waren wir in Heinerstaff unterwegs für euch. Dir in der Hinsicht der Basti diesmal. Leider müssen wir dazu sagen, dass das Videomaterial leider nicht aufgenommen hat. Aber ich möchte euch das Interview jetzt nicht vorenthalten. Viel Spaß! Die MP5 von G&G ist in meinen Augen eine grundsolide Waffe. Sie hat ein gutes Schussbild und ist auch ohne großes Tuning sofort spielbar, das heißt Akku reinlegen und loslegen. Hervorzuheben bei der Waffe, finde ich, ist die gute Verarbeitung. Es wackeln keine Teile herum und die Hop-Up ist gut einstellbar, dass sie hinten arretiert. Das heißt auch im Feld mit einem Handschuh durchaus möglich. Wichtig finde ich auch, dass der Feuerwahlhebel von beiden Seiten zu bedienen ist. Das macht die Waffe auch für Rechts- und Linkshänder interessant. Sie ist relativ klein, das Gewicht ist in Ordnung. Kommen wir nun auch schon zum Fazit von der G&G MP5 A5 in der 0,5 Joule-Version. Ah, Haufen 5er, du. Ja, im Vergleich zu ICS müssen wir ganz ehrlich sagen, fällt es positiver aus. Der Body wirkt nicht so billig wie bei der ICS MP5 beispielsweise. Das Blowback hört sich sehr schön an. Wo man allerdings hier Abstriche ziehen muss, ist auf jeden Fall bei den inneren Werten der Waffe. Da hat ICS auf jeden Fall die Nase vorne mit den verbauten Teilen und alleine welcher Motor schon und den Kabeln. Aber an für sich sind diese 214,90 Euro hier gut investiert. Und sie geben sich beide jetzt nicht so viel. Wer halt mehr auf ein bisschen Krach beim Schießen steht, kann gut gerne dazu greifen. Wer auf Langlebigkeit setzt, der greift dann zur ICS. Ja, ich werde das Ding auf jeden Fall noch öfters benutzen, weil das hier ist meine. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Wenn es mal rattert.